Geht jetzt. Jawohl, Exzellenz. Die nördlichen Königreiche. Hübsche Karte. Wiewohl man sie bald überarbeiten muss, wie ich fürchte. Wie komme ich zu dieser Einladung des Nilfgaardischen Gesandten? Der Krieg ist längst vorüber. Bei Brenner vereinten sich die Königreiche gegen die Expansion der grausamen Nilfgaarder. Ihr wart alle beseelt von dem Sieg, wenn auch nur kurz. Ohne gemeinsamen Feind begann die Koalition sich zu desintegrieren. Die Zeiten ändern sich. Wo ist die alte Allianz? Was habt ihr gemacht mit eurem Sieg? Radovid regiert Redanien. Wen erwartet er, dass er Armeen sammelt und Festungen errichtet? So jung und ungestüm und doch so mächtig. Er sollte hoffen, dass seine Fehler keine schwerwiegenden sind. Hänselt, sein Nachbar im Osten, metzelt Anderlinge, um sich Respekt zu verschaffen. Und kriegt doch nur die billige Imitation. Angst. Dabei hört er stets auf die Einflüsterungen seines Ratgebers, des Zauberers Detmold. Und wieder zieht er nach Süden, erobern, plündern, morden. Wen trifft's diesmal? Den Bruder von Brenner. Einen Versager von König, der sich verbirgt, um die Verachtung im Blick seiner Untertanen nicht zu sehen. An dessen Tür man bald klopfen wird, um... Schließlich Foltest von Temerien. Als Krieger gefährlich, gnadenlos als Politiker. Ein echter Monarch des Nordens. Rebellische Anderlinge können ihm nichts anhaben, auch nicht die Ränke des Ordens der Flammenrose. Bei einem Attentat wundersam gerettet, dies ausgerechnet von dir. Und doch ist er ein König mit Sorgen. Einige Nächte der Leidenschaft mit dem Weib eines Edlen, die Natur waltet, das Problem wächst heran. Zwei Probleme, um genau zu sein. Jetzt in den Händen ihrer Mutter, der Baronin Lavalette. Foltest hat tausende ergebene Soldaten versammelt für den Kreuzzug zur Rettung seiner Bankerte. Unfassbar romantisch, wenn man mich fragt. Romantisch und teuer. Über vier gekrönten Häuptern sammelt sich Finsternis. Vielleicht heißt sie Krieg. Vielleicht ist er größer als der gegen Nilfgaard. Ich nehme an, dass mir der Gesandte jetzt die Zukunft kundtut. Nein, Hexer. Ich spüre, dass du sie mir sagst.